Wenn die Sonne ganz langsam am Horizont aufsteigt, erwacht eine der malerischsten Regionen Österreichs aus ihrem Schlaf. Die Region Sulmtal-Choralm in der Südweststeiermark. 50 Kilometer von Graz entfernt gelegen, bietet sich von den umliegenden Bergen ein wunderbarer Blick auf eine Region, die eine einzigartige Kultur bietet, durch die romantischen Schilcher Weinberge besticht und dem Urlauber Frieden und Erholung schenkt, unter anderem an den vielen Kraftorten der Region. Sulmtal-Choralm besteht aus drei Gemeinden, St. Martin im Sulmtal, St. Peter im Sulmtal und Schwanberg. Das Besondere an dieser Gegend ist, dass wir von 300 Meter Seehöhe bis fast auf 2000 Meter Seehöhe hinaufreichen. Das heißt, wir können dem Gast ein sehr vielfältiges, abwechslungsreiches Programm präsentieren. Das schöne Schilcherland erfreut das Herz und fördert vor allem die Gesundheit. Denn hoch oben in Garanas auf 1300 Meter Seehöhe befindet sich das höchste Hochmoor Österreichs. Das zeichnet sich durch seine ganz besondere Heilkraft aus und sorgt im Heilmoorbad in Schwanberg für Entspannung pur. 1973 ist es entstanden im ehemaligen Kapuzinerkloster. Also es hat ein ganz besonderes Ambiente. Hier haben einst die Kapuziner gewohnt und es wurde komplett saniert und restauriert. Und hier kann man Behandlungen für den Bewegungs- und Stützapparat machen. Schwanberg im Sulmtal ist ein Ort für Familien. Es ist aber auch ein Ort für all jene, die sich einfach gern bewegen in der Natur. Egal ob auf zwei Rädern oder zu Fuß, für aktive Urlauber ist die Region Sulmtal-Choralm ein Paradies. Auf insgesamt 200 Kilometer markierten Wander- und Nordic-Walking-Strecken geht es durch die malerische Natur der Südweststeiermark. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Wer mit der Familie Ruhe sucht und Energie tanken will, ist hier genau richtig. Ob den Ortskern von St. Peter erkunden, die Kulturstätten und Kraftorte der Region wie das Schloss Holleneck besichtigen. Sulmtal-Choralm bringt Seele und Geist in Einklang und bietet vor allem auch in kulinarischer Hinsicht alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. Bei einer richtigen steirischen Jause in einem der vielen Buschenschenken darf neben dem Kernöl vor allem der Schilcherwein nicht fehlen, für den die Region so bekannt ist. Schilcher kommt vom Schillerwein. Und wenn man das Glas so in die Sonne hält, dann schillert der Wein. Und daher der Name Schilcher. Der klassische Schilcher im Rosé-Bereich ist von den Noten Erdbeer, Schwarze Johannisbeer bis Kirscharomen. Ist kräftiger in der Säure als übrige Weine. Und speziell für sehr deftige Speisen, das ideale Getränk. Im Schilcherland schmeckt das Leben. Und das dank des milden mediterranen Klimas noch besser als anderswo. Es gibt viele schöne Zeiten, Jahreszeiten bei uns im Ort. Jetzt im Herbst, wo einfach die Zeit der Kastanien ist, wo man die Kastanien klauen kann und braten kann, wo man dann im Winter auch mit Skifahren und mit Langlaufen sich, mit Schneeschuhwandern die Freizeit vertreiben kann, wie ein kleines Skigebiet auf der Weinebene. Es ist das Frühjahr mit dann der Fronleichnam-Prozession, wo noch Blumenteppiche im ganzen Ort gelegt werden. Ganzjährig schönste Natur, Kultur und Kulinarik genießen. Das geht nur in der Region Sulmtal-Choralm. Dort kann man urlauben, wie es sich jeder wünscht.